guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Bernd und ich, wir haben eine super Arbeitsteilung, deswegen treten wir in der Regel selten im Doppelpack auf. Aber da ich auf den letzten kleinen Parteitag nicht kommen konnte, habe ich gesagt, sag's halt was Gutes, nächstes Mal kommen wir zu zweit und jetzt setzen wir noch einen drauf. Wir bringen gleich den nächsten Bundesparteitag nach Sachsen, nämlich nach Dresden. Ja. Ich will ja jetzt Sachsen hier nicht zu sehr Honig ummauschen, hat ja da noch was von Eigenlob, aber will dann doch nochmal erwähnen, Bernd hat es schon angesprochen, Sachsen, glaube ich, hat ein enormes Gewicht in unserer Bundespolitik, nicht nur im geschäftsführenden Parteivorstand, wo wir 3 direkt gewählte Stellen, auch im großen Vorstand, immerhin 8 von 44 Parteivorstandsmitgliedern kommen aus Sachsen, wobei man sagen muss, die Idee, dass der Parteitag nach Sachsen kommt, geht zurück auf Matthias Höhn. Also die Dankes- die Dankesadressen sind dann nicht so recht. Ne? Einige sind ja heute anwesend, 2 soll ich entschuldigen, Claudia und Karin sind bei der Bundesfrauenkonferenz, da muss ich dann auch noch hin, die vertreten mich dort tagsüber. Ja, liebe Genossen und Genossen, vor Göttingen, nach Göttingen standen vor Bernd und mir und Matthias Höhn und dem gesamten Parteivorstand 3 zentrale Aufgaben. Erstens mit dazu beitragen, dass in der Partei das Arbeiten wieder die Freude dominiert. Zum Zweiten unsere gesellschaftlichen Debatten ins Gespräch bringen und drittens uns aufzustellen für den Bundestagswahlkampf. Das klingt erstmal ganz unspektakulär, ist aber eine ziemlich große Aufgabe und ich finde, im Sommer über ist uns das ganz gut gelungen. Also was die Parteiarbeit anbelangt, Bernd hat das eben angesprochen, gesagt, da geht es uns zuallererst um eine dialogische Herangehensweise. Und ich glaube, das trifft sich ganz gut, oder wir hatten vielleicht 2 Dumme einen Gedanken in Sachsen, ist das ja auch sozusagen als Idee und Praxis, dass es jetzt diese Dialogrunden Sachsen gibt, das finde ich total gut und schön und das ist, glaube ich, auch eine Form, dass das, was wir untereinander praktizieren, als Kunst des Zuhören, auch in die Gesellschaft hinein ausstrahlen, das ist eine gute Sache. Ich habe vor ein paar Jahren dazu mal einen Artikel geschrieben, da habe ich mich auf Heinrich von Kleist berufen, der hat schon 1805 davon gesprochen, über die Verfestigung des Gedankens beim Reden. Und schon 1805 wusste Heinrich von Kleist, dass man immer klüger wird, wenn man mit anderen Menschen kommuniziert und sich austauscht. Und insofern greifen wir auch das Kleistische Erbe auf. Zu den gesellschaftlichen Debatten, das ist ja gar nicht so einfach als eine kleine Partei. Ne? Wir haben ja immer so Pläne, was wir an tollen Konzepten und Themen jetzt endlich mal setzen müssen. Realistisch ist es so, wir haben dann eine Chance, in die Zeitung zu kommen. Entweder wenn es bereits eine Debatte gibt, an der wir uns andocken können, oder wenn wir eine Idee besonders kreativ oder besonders provokativ zu spitzen. Und ganz, ganz manchmal haben wir auch Glück, ein Thema so einfach so zu setzen, weil es gut ist, aber das ist eher die Seltenheit. Und deswegen müssen wir manchmal auch größere Themen in sehr einfachen Ideen thematisieren. Da will ich auch einfach mal um Verständnis werben. Also zum Beispiel das große Thema Familienfreundlichkeit. Ja? Wenn ich dazu ein großes Konzept im Sommer veröffentlicht hätte, hätten wir keine Chance gehabt. Ich habe das versucht einfach mal zu thematisieren über diese einfache Idee. Es muss für Väter und Mütter einen zusätzlichen Tag im Urlaubsgesetz geben, im Monat, also jeden zweiten Monat. Und zwar, na gut, hier trifft das auch sehr offene Ohren, das kennt man, ne? Die sogenannten Haushalts- oder Behördentage, wobei es die zu DDR-Zeiten in der Regel nur für Frauen gab, das ist schon der Unterschied, ja. Heute ist das für Väter und Mütter gedacht und dahinter steht natürlich die Idee, dass jemand, der ein Kind hat, der bringt das früh in die Kita, hetzt schnell auf Arbeit, da hat er seine 8 Stunden, danach hetzt man zurück in die Kita, hat das Kind und du hast ja trotzdem ab und zu mal Besorgungen zu machen, wie Arztvorsorge, Termine, Behördentermine, wo es eine Frage ist, ob man immer das Kind dabei haben möchte. Also wenn du beim Zahnarzt auf dem Stuhl sitzt, ne, dann noch das kleine Kind daneben, das ist nicht so toll. Und mit dieser Idee wollte ich mal wie in einem Brennglas ein größeres Thema ansprechen und wir haben es damit, glaube ich, auch ganz gut ins Sommerloch hineingeschafft. Und die dritte Aufgabe ist die Frage des Wahlkampfes. Also unsere Stimmung schwanken ja immer mit den Umfragen, ne? Aber wir haben mal nachgerechnet, im Durchschnitt zwischen allen Umfrageinstituten kann man wirklich sagen, dass wir seit Göttingen zwar langsam, aber kontinuierlich gestiegen sind. Also die Tendenz ist super, das Tempo ist uns beide zu langsam, wir sind da ungeduldig. Aber das geht gut und deswegen kann man, glaube ich, so zusammengefasst sagen, mit Blick auf das vor uns stehende Wahljahr, wenn es in dieser Tendenz weitergeht, wenn wir Niedersachsen rocken, dann ist für die Bundestagswahl nach oben hin richtig viel möglich. Aber wir müssen auch sagen, obwohl im Sommer für uns alles positiv gelaufen ist, wir viele Themen gesetzt haben, es kaum Streit gab, sind wir im Durchschnitt von allen Umfragen, bei der letzten Berechnung waren wir bei 6,33, wir haben jetzt zwar auch Umfragen, wo wir inzwischen bei 8 sind, aber das heißt,
wenn wir uns nochmal so richtig öffentlich zerlegen oder so, ist auch wiederum nach unten hin viel möglich. Das heißt, wir stehen schon an der Gabelung und das stellt für uns bestimmte Forderungen. Für den Wahlkampf. Wir sind auf unserer Sommertour häufig gefragt worden, macht ihr nun eher einen Oppositionswahlkampf oder machen wir eher einen Koalitionswahlkampf? Und dazu sage ich gleich, die Frage in die eine oder andere Richtung zu beantworten, wäre ein Fehler. Das Entscheidende ist, dass wir einen eigenständigen Wahlkampf machen. Dass wir sagen, uns geht es nicht um Konstellationsgeschwafel, sondern wir haben als Linke eigenständige gesellschaftliche Funktionen, die keine andere Kraft erfüllen. Und dazu gehört zum einen, wir stehen für eine neue soziale Idee. Kann man über so manche neue soziale Idee müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Aber es gibt eine Trias, ne, zum Beispiel das Grundeinkommen, aber es gibt eine Trias, wohin sich schon unsere Vorstellung verfestigt. Das ist die Trias aus sanktionsfreier Mindestsicherung, Mindestrente und Mindestlohn. Zum Zweiten sind wir ein Schutz vor dem Abbau sozialer Rechte. Wir sind aber auch die Kraft, die für eine couragierte Besteuerung von Reichtum steht. Und in dem Zusammenhang ist auch mein Debattenvorstoß zu verstehen, wo ich gesagt habe, man muss sich mal verständigen, dass wie vielfache das mindestens denn überhaupt jemand braucht, inwieweit das überhaupt noch in den Mehr an Lebensgenuss fließt oder inwieweit das nur die Möglichkeit fließt, direkt auf demokratische Entscheidungen durch Lobbyismus und anderes Einfluss zu nehmen. Und ich will in dem Zusammenhang mal eine Zahl sagen. Noch in den 90er Jahren war es in einem DAX-Unternehmen so, dass ungefähr das Managergehalt das 20-fache des einfachen, des normalen Facharbeiters dort betrug. Inzwischen beträgt das Gehalt eines Managers in DAX-Unternehmen im Durchschnitt das 54-fache von einem Facharbeiter. Das heißt also, was wir in der Gesellschaft beobachten, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, kannst du auch in den Unternehmen einzelnen beobachten. Und es ist schon ein Punkt, wo man sich die Frage stellen muss, lohnt es sich nicht hier darüber, über eine Begrenzung zu reden? Ne? Und das ist jetzt noch nicht eine total sozialistische Idee, in Frankreich ist das bereits Realität. Viertens, wir sind Garant für eine friedliche Außenpolitik, weil wir immer wieder Nein zu Krieg gesagt haben. Aber, und ich glaube, das ist ein Thema, was wir momentan ganz stark machen müssen, weil es ursächlich ist für viele Krisenherde. Wir sagen Nein zu Rüstungsexporten. Es ist für uns nicht hinnehmbar, dass jede 10. Waffe, die weltweit zum Einsatz kommt, aus Deutschland kommt. Jeder Verkauf von Rüstung ist das Geschäft mit dem Tod und mit dem Tod macht man kein Geschäft. Deswegen Nein zu Rüstungsexporten. Wir sind aber auch die Partei, die den sozial-ökologischen Umbau will. Ich habe im Sommer über versucht, diese Idee Energiewende zum Anfassen die Öffentlichkeit zu bringen. Weil momentan kippt die Zustimmung zu erneuerbaren Energien wieder. Warum? Weil man fälschlicherweise den Eindruck erweckt, die Sonnenenergie ist dran schuld, dass die Strompreise steigen. Das ist zwar total absurd und an Haaren herbeigezogen, aber dem müssen wir was entgegensetzen. Und deswegen sage ich, eine Energiewende zum Anfassen heißt halt zum Beispiel, dass die Abwrackprämie, die wir für die Autoindustrie anzuheizen, was ja eher fraglich als Umweltsicht war, aber dann kann man noch sagen, gerade arme Menschen können sich in der Regel nicht die energiesparenden, nämlich die teureren Haushaltsgeräte kaufen. Deswegen einen Anreiz zu setzen, zum Beispiel 100 Euro Zuschuss, wer sich einen energiesparenden Kühlschrank kauft. Oder, um mal ein Beispiel zu nennen, ich habe mich mit einem Sozialanwalt in Dresden unterhalten und der hat mir erzählt, es gibt in Dresden einen Staatsanwalt, der ganz scharf dahinterher ist, wenn Hartz-IV-Betroffene Betriebskostenrückerstattung bekommen, weil sie Strom gespart haben, was ja eine gute Sache ist. Und wenn sie das nicht sofort als Einkommen melden, kriegen sie ein Strafverfahren an den Hals. Also man muss sich das mal vorstellen, wenn ich ein Millionär bin und mein Geld in die Schweiz oder sonst wohin bringe, dann kriege ich am Ende einen Steuerrabatt. Wenn ich irgendwie auf Hartz-IV angewiesen bin, Betriebskostenrückzahlung bekomme und nicht sofort dran denke, dass ich das jetzt wieder angeben muss, dann wäre ich noch am Ende irgendwie zum Straftäter gemacht. Und da finde ich, sowohl aus sozialer Sicht wie aus ökologischer Sicht, um einen Anreiz zu setzen, sollte man das sagen, wenigstens 50% der Betriebskostenrückerstattung, das ist erarbeitet, eingespartes Geld, das sollte den Hartz-IV-Betroffenen weiter verbleiben. Ein Schwerpunkt von uns ist auch das Thema Rente. Nun hat von der Leyen die drohende Altersarmut entdeckt. Ich freue mich ja immer, weil ich weiß, wir haben in Sachsen schon Veranstaltungen gemacht vor vielen Jahren, wo wir auf dieses Problem hingewiesen haben. Und es ist ja in der Tat so, wenn das Rentenniveau so weiter fortgeschrieben wird, können wir fürs Jahr 2030 sagen, die durchschnittliche Rente in Sachsen beträgt 650 Euro. Na, herzlichen Glückwunsch, die durchschnittliche gesetzliche Rente ist dann auf Hartz-IV-Niveau angekommen. Das ist schon was. Und nun gibt es, im Bundestag hat es jetzt eine Haushaltsdebatte gegeben und da gab es einen unglaublichen Streit
zwischen SPD und CDU. Und man denkt, die sind Spinnefeind in der Rentenfrage. Als Gegenmodell kann ich einfach nur mal vorschlagen, legt mal das Modell der von der Leyenschen Zuschussrente neben das Modell der Solidarrente der SPD und versucht mal 5 Unterschiede zu finden. Ja, diese Bilder in Zeitung kennt ihr ja. Muss man mal bei diesen beiden Modellen machen, das ist gar nicht so einfach. Also wenn man tief in die Ebenen der Fachpolitik eingeht, da findet man ein paar Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, Großteil der Menschen, die von Altersarmut betroffen sind, nützt weder das SPD-Modell noch das CDU-Modell was. Was aber wirklich einen Schutz vor Altersarmut bedeutet, das ist die Mindestrente, für die Linke steht. Wir wollen sicherstellen, das ist unser Beschluss auf dem Parteitag, dass perspektivisch kein Rentner und keine Rentnerin unter 1050 Euro fallen. Das ist ein guter Weg gegen Altersarmut. Und ist ja kein Geheimnis, dieses Modell war lange Zeit auch umstritten in der Bundespartei. Ich bin da auch dem Sächsischen Landesverband sehr dankbar, dass wir da unbeirrt für so ein Modell gestritten haben, weil wenn wir das nicht so stark gemacht hätten, würden wir jetzt bundespolitisch, glaube ich, auch ganz schön nackig aussehen, so in den Debatten, sozusagen hätten SPD und CDU was und wir nichts. Eine Sache ist noch auffällig am Papier der SPD, sie sagen kein Wort zum Rentenwert Ost-West. Und in dem Zusammenhang, ich argumentiere das jetzt auf Bundesebene immer noch mal aus einer ganz anderen Herangehensweise. Von diesem unterschiedlichen Rentenwert sind eben auch Leute betroffen, die keinen Tag ihres Lebens in der DDR verbracht haben. Also ein 20-Jähriger, der in Leipzig mit Arbeiten anfängt, hat sofort einen niedrigeren Rentenwert als jemand, der in Köln anfängt. Und das zeigt doch wie absurd das ist, was dahinter steht. Und ich will dann doch auch mal erwähnen, weil ja bei uns gerne über Ost und West gesprochen wird in der Partei, dass es kaum einen Funktionär gab, der dieses Thema so prominent und so konstant in die bundesweiten Medien gebracht hat, wie der Baden-Württemberger Bernd Rixinger in diesem Sommer. Genossen und Genossen, ich will euch noch informieren über eine Vorstellung von uns, wie wir uns jetzt für den Wahlkampf aufstellen. Wir diskutieren gerade bei uns die Wahlstrategie und wir haben uns auch verständigt, dass wir das Wahlprogramm ein bisschen eine andere Herangehensweise haben. Also wir wollen, bevor wir überhaupt was aufschreiben und man bloß noch Änderungsanträge schreiben kann, machen wir einen Kreativworkshop, zu dem alle Mitarbeiterinnen und alle Vorstandsmitglieder eingeladen sind, wo man erstmal so gemeinsam sich rantastet, wie könnte eine Struktur sein. Und dann werden wir, wenn es den Entwurf gibt, verschiedene Regionalkonferenzen Land auf Land ab durchführen, um das gemeinsam zu diskutieren. Und wir haben uns auch verständigt, dass wir, bevor das in den Parteitag reingeht, wir uns nochmal mit Wissenschaftlern und Leuten aus der Bewegung verständigen und austauschen. Also um auch zu sagen, auch unser Wahlprogramm wird dialogisch erarbeitet. Und es gibt noch ein Thema, wir haben unter uns häufig einen Streit, wer ist unsere Klientel, die wir ansprechen müssen. Und das führt dann meistens dazu, dass wir ganz, ganz viele betroffene Gruppen aufzählen müssen. Ich habe das im letzten Wahlkampf in Sachsen erlebt. Also wir sind für die Erwerbslosen, für die Rentnerinnen und Rentner, muss auch immer gegendert werden. Wir sind für die Beschäftigten, die Erwerbslosen, die Prekären. Dann kommt sofort Obus und sagt, die Unternehmer darf man auf keinen Fall vergessen. Wenn du so weit bist mit einer Aufzählung, kannst du natürlich auf keinen Fall die Menschen mit Behinderung vergessen. Dann musst du auch die Studierenden ansprechen, weil man will ja auch diese Altersgruppe nicht haben. Und wenn du all diese Gruppen aufgezählt hast, hast du in der Regel den Anfang deines Satzes vergessen und die zuhören, fühlt sich wie bei einem Memory-Spiel, weil ja, sag mal 10 betroffenen Gruppen hintereinander auf, ja, ohne das zu vergessen zu haben. Ist also nicht so einfach. Deswegen haben wir uns jetzt angetastet in der Wahlstrategie, dass wir sagen, wir wollen eher in den Mittelpunkt gemeinsame Problemlagen stellen. Also Sachen, die wie eine Art Klammer zwischen ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen funktionieren. Was meine ich damit? Also zum einen ein Thema, eine Zahnarztrechnung. Die Angst, dass man sich eigentlich einen guten